22.000 Liter haben wir noch drin, also ich könnte noch mal fahren. Dann wäre er komplett weg, der Hafer. Wir brauchen ja sowieso. Also das Geld. Ja. Und so weit ist es nicht. Mach ich ihn jetzt leer, ne? Ja. Wir können ja auch nicht verwenden, deswegen. Noch nicht. Noch nicht. Oh, das ist ja denn nicht unbedingt das Problem. Man kann ja wieder neu ansehen. Ja, das stimmt. Erstmal gucken wir, dass wir das, was wir schon haben, an Produktionchen ordentlich ins Laufen kriegen. Wie gesagt, die Schafis vermehren sich ja tapfer und fleißig. Die sind ja in der Wollproduktion mächtig dabei. Wir könnten noch etwas mehr Gas geben hier. Ja, immer wenn das Ding erstmal voll ist, dann haben wir da andauernd Wolle stehen. Dann haben wir Stoff. Und dann können wir Kleidung machen. Brauchen wir wieder noch andere Sachen, Kartonagen. Dafür brauchen wir erst noch ein bisschen Geld. Ja. Na, ich meine ja bloß erstmal die Sachen, die wir haben, richtig schön ins Rollen bringen. Da können wir ja den Stoff schön verticken. Das allein schon Stoff und jetzt Stoff und verticken. Also es hat einen leicht falschen Touch. Ich meine Stoff. Nicht Stoff, Stoff. Bekleidungsstoff. Das ist mir auch klar, aber... die Bahn eingerichtet. Das kleine Feld ist auch gleich fertig. Na siehste. Jetzt gerade gestartet, aber das sollte bald fertig sein. Jetzt mal so eine Frage. Macht das Sinn? Wofür wollen wir denn jetzt gerade Geld sparen? Was war unser Plan? Heizkraftwerk und die Zellstofffabrik. Ja. Macht es Sinn, das, was wir auch besprochen hatten, also jeder zwei Grubber, also jeder ein Grubber, sich sowas vielleicht zu holen, um ein bisschen effektiver zu sein? Vielleicht auch missionstechnisch, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Müssen wir uns vielleicht noch so einen zweiten Grubber zulegen? Ich weiß ja nicht, ob die Kohle reicht dafür, aber bestimmt, wa? Geh ich mal davon aus. Dann sind wir mit unseren Feldern ein bisschen schneller durch. Und wenn wir den missionieren, dann müssen wir nicht leihen. Dann können wir mit einem eigenen Gerät beide auf einem Feld rumdümpeln. Dann sind wir doch schneller durch. Ja. Das stimmt. Da haben wir die Schlagkraft dann gut erhöht. Ja. Ich denke schon, dass das Sinn macht, weil es ist ja auch schon ermüdend, wenn du allein auf so einem Feld unterwegs bist. Das ist wahr. So leidet man gemeinsam. Ja, da ist was Wahres dran. WB Sascha. WB. Na guck, nochmal 17,5. Hat sich doch gelohnt. Mal die täglichen Ausgaben sind ja hier auch nicht gerade so klein. Naja, weil wir schon so viele Sachen gebaut haben, die wir noch nicht verwenden können. So fair müssen wir ja auch sein.
Wir haben uns ein bisschen vertan. Oder ich. Aber du hast auch nicht Nein gesagt, also haben wir uns vertan. Genau, das sehe ich auch so. Ich fahre jetzt gerade nochmal zum Händler für den Düngersteuer auf. Und dann würde ich mir den Kupfer schon mal schnappen. Schumi S. Hi. War das S da schon immer hinten dran? Natürlich. Ganz früher stand da mal Schummelschumi. Ich weiß. Da sagt er ja. Ich bin verwirrt, wa? Nee, bist du nicht. Moinsen! Erstmal. Ja, moinsen. Nö, aber ja. Na? Lohnt es nicht eigentlich noch, sag mal's, Hochdruckreiniger vorbeizufahren, oder ist der schon kaputt? Wieso soll der kaputt sein? Ja, aufgrund meines dichten Vorbeifahrens. Also bei mir hat er ja halten. Ja, Sascha, das hast du schon geschrieben. Wo ist unser Kuba? Unsere Halle, schätze ich. Ja, das ist eine Seemaschine, die hier ist. Und das ist ein Schwader und das ist ein Wender. Sonst hätte ich gesagt, starte ich mit dem Grupper und du kannst vielleicht die Wolle bringen zur Produktion. Oh, ich und Autoload. Hey! Wenn du nicht willst. Ja, das stimmt. Isa hast doch immer Lust. Nein, das ist nicht wahr. Ich sag noch so schön, hier von denen sauber machen, dann ist es natürlich Vollgas vorbei. Ja, vor allem, warum hast du jetzt hier Lichter angemacht? Das ist 11.26 Uhr. Wo habe ich Licht angemacht? Du hast Licht angemacht in der Halle. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Na, da ist ein Schalter. Da bist du bestimmt eben aus Versehen dran gekommen. Bestimmt. Ladegut Europaletten. Na gut. Dann probieren wir mal unser Glück, wa? Anbeleuchtung ist aus. Feini. So, sind wir eigentlich noch stark? Ich auf jeden Fall. Das ist schön. Dann bin ich auch stark. Das weiß ich nicht. Weil wenn du stark bist, bin ich automatisch auch stark. Das weiß ich nicht. Haben wir doch schon mal rausgefunden. Das macht doch die Sache mit der Wolle ja deutlich leichter, wa? So, ausschalten und Gurte drum. So, dann sollte das jetzt funktionieren, ne? Bestimmt. Die eine angefangene Palette da, die noch nicht voll war, die lasse ich mal stehen. Um hier das System nicht durcheinander zu bringen, ja? Ja. Was, ich komme gerne vom Kaffee. Du weißt schon, dass sich das eigenartig... Ah, hier ist der Gruber. Okay. Aber ist auch geklärt. Wo ist hier?
bei der Silage-Dingens machen. Stimmt, da habe ich ihn reingestellt. Ach. Den habe ich sogar echt da reingestellt. Ja, ne? So, Wolle war ja da hinten, wo ich das ganz viele Wasser hingebracht habe, ne? Yep. Ach so. Ja, wir nicht, ne? Wir haben Kuchen im Kühlschrank. Moin. Den gönnen wir uns dann nach dem Stream, ja? Ja. Ich brauche noch diese La Cucaracha-Hupe. Muss ich hier noch einbauen. Wo habe ich die denn? Hatte ich die nicht auch irgendwo eingebaut? Ach, das ist die, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht lange genug gedrückt. Ja. Nee. Mandarinschmandkuchen. Aber gekauft, wa? Jupp. Ich habe keine Zeit für. Ich musste nähen. Das musst du später auch noch. Nähen. Ja, meine Weste. Ja. Hättest du sie mir hingelegt? Ich muss das doch auch lernen. Aber ich hatte einen pinken Faden drin, das ist schlecht. Fragt sich nur für wen. Ja, ich glaube, dich würde das gar nicht so stören, ne? In dem Fall schon. Warum? Hm. Weil ich gerade hier am Einstellen bin. So, jetzt hat er hier die ordentliche Breite. Oh, hier ist irgendein Leck. Wow. Ja, war ein kleines Lecki. Aber nur ein klitzeklitzekleines. So, jetzt sind wir mal mutig und fahren ganz dicht an dem Pfosten hier vorbei. Passt. So, auch erledigt. Der Hänger, der blockiert manchmal so ein bisschen, ja? Manchmal, ja. Was hat's, glaube ich, jetzt bisher einmal erst. Markus, das wissen wir doch. Es ist total blöd, sich hier zu bewegen. Ja, so ein bisschen was zu essen. Hast du jetzt den Grover genommen oder hast du schon einen neuen geholt? Nee, hast du den genommen, ja? Ja. Ich hab kein Hüngerchen, wir haben ja spät Mittag gegessen. Grund aber kein Hindernis. Hähnchenkeule! Schmacko, schmacko. Macht das ja ordentlich hier. Mit Rotkraut, Kartoffeln und Soße.
Er weiß schon, wo ich mal den Ton ausbauen kann. Nee, nicht Broiler, nur Keule. Den Rest haben wir uns gespart. Ja. Wieso fahre ich eigentlich hier lang? Ich muss auch da hin. Ja, das ist schlecht. Jetzt muss ich hier drumherum fahren. Weiß ich nicht, warum du da lang fährst. Ja, das weiß ich auch gerade nicht. Der Broiler hat mich irritiert. Ja. Was für ein Broiler 2 Minuten oder für eine Keule? Ja, zwei Keulen. Mindestens zwei Keulen, denke ich, soll das heißen. Ach, von den Keulen, ja, okay. Verstehe. Jetzt weißt du, warum ich schon wieder einen Hüngerschen habe. Weil du nur eine Keule hattest. Ach, hier steht doch bestimmt irgendwo, welche wir schon haben. Nee, natürlich nicht. Doch, da. Eins im Besitz. 10 LT. Die nehmen wir nochmal, wa? Ja. Ist gekauft. 75 Riesen. Ajo. Richtig, Scholli, sagt er. Gut. Ja, Männer brauchen nicht ganz so viele Worte. Ja, aber du bist ja selber schuld. Du hast eingekauft.